Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem brandneuen Shooter-Projekt hier bei mir, Bronze und Currywurst auf dem Kanal. Mit dabei auch unser wunderschöner, türkischer Begleiter, der Major. Und wir befinden uns heute hier im Ego-Shooter Call of Duty Advanced Warfare. Nachdem wir ja Battlefield 4 16 Folgen gespielt haben und es bald vielleicht sogar weitergeht, haben wir uns erstmal überlegt, dass wir COD mal ausprobieren und mit euch hier in den Exo-Anzug schlüpfen werden und mal das Zukunftssetting im Multiplayer-Modus ausprobieren. Und das Ding ist, ich kann euch schon verraten, Folge 2 ist bereits schon im Kasten und da haben wir ein privates, sehr lustiges Match gemacht, was wir euch nicht vorenthalten werden. In dieser ersten Folge werden wir allerdings online spielen mit dieser Truppe. In Folge 2 sind dann noch ein paar andere Chaoten dabei und wir werden vielleicht auch mal ein privates Match machen und euch dazu einladen oder einen Livestream. Haben wir ja auch schon des Öfteren gemacht. Einfach unter diesem Video mal die Facebook-Seiten abonnieren. Da seht ihr dann, wann was stattfindet und vielleicht können wir dann gemeinsam mal spielen. Aber ganz kurz hier zum Setting. COD spielt ja in der Zukunft, wie man sieht, man hat diesen Exosuit und dadurch hat man dann bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel das weite Springen. Man kann sich ganz schnell fortbewegen, man kann seine Energie aufladen, ein Schutzschild hier aufziehen und so weiter. Also richtig, richtig coole Sachen. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass das Spiel 44 GB braucht, um es herunterzuladen. Und davon reden wir allerdings nur vom Multiplayer-Modus. Die Singleplayer-Kampagne braucht nochmal 8 GB. Und ich würde empfehlen, wenn ihr den Singleplayer-Modus nur spielen wollt, euch trotzdem den Multiplayer-Modus runterzuladen, damit ihr die hochauflösenden, ich sag mal in Anführungszeichen, hochauflösenden Texturen habt. Und man hat es ja beim Sarazar gesehen, der ja übrigens die Story spielt. Ja, kennt ihr ja, der spielt ja immer die Story. Da hat man es ja gesehen, dass man mit Multiplayer dann nochmal eine hübschere Optik hat. Wobei ich die Grafik von dem Spiel nicht allzu schön finde, aber das ist natürlich Geschmackssache in diesem Sinne. Sag ich einfach mal, Spiel suchen, wir spielen online. Wie gesagt, Folge 2 privat, richtig, richtig lustige Folgen. Und wenn ihr sagt, hey, wir wollen auf jeden Fall mehr COD, dann macht doch einen Daumen mehr hoch. Ja, mehr hoch, sage ich schon, macht einen Daumen hoch. Denn wir haben erstmal nur 3 Folgen geplant oder 5 Folgen, je nachdem, um zu gucken, wie das Ganze bei euch ankommt. Und ja, dann sage ich einfach mal Spiel suchen. Und wie geht's euch heute, Jungs? Major, Curry und Brunze. Hallo, hallo. Hallo. Mir geht's sehr gut. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Ich will mal hoffen, dass das jetzt läuft, ne? Also, wir hatten ja unsere Problemchen da mit dem Spiel. Da kannst du ja mal kurz erzählen. Aber guter Hoffnung. Ja, wir sind halt immer aus der Sitzung rausgeflogen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Server lag, aber es spricht einiges dafür. Wir dachten erst, es läge an uns, aber wir haben auch dann in Foren vorbeigeschaut und haben dann gesehen, dass auch andere das Problem hatten und somit haben wir uns gedacht, versuchen wir es einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Was ist denn genau passiert, Curry? Ich weiß nicht, also mitten im Spiel bin ich halt immer komplett von dem ganzen Online-Modus von COD rausgeflogen. Also ich habe komplett die Verbindung zu den Servern verloren, das war auch beim Sascha der Fall manchmal und auch beim Bronze. Und ja, es scheint aber jetzt, glaube ich, wieder so einigermaßen gut zu laufen, dass ich jetzt mal abklopfen werde. Ja, Mensch, das stimmt. Wie findest du denn diese Map Recovery? Weiß nicht. Also ich habe diese Map, kenne ich jetzt noch gar nicht. Wir haben schon einige Spiele gemacht, aber Recovery sagt mir nix. Haben wir die schon gespielt? Ich glaube noch nicht, ne? Privat jetzt? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher gerade. Ja doch, die Privat haben wir die schon gespielt. Ja, was sage ich dazu, ne? Die Map weiß ich nicht, aber allgemein für das Spiel kann ich nichts sagen. Ist mein erstes COD, gefällt mir aber gut. Mhm. Bis auf die technischen Probleme. Und weil ich finde einfach, das Gameplay ist mega schnell geworden. So weißt du, hin und her, da springt der eine über dich, dann kommt der nächste. Was mich aber auch teilweise stört, weil du killst den einen und der andere steht hinter dir und killt dich. Also du hast gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Das ist richtig. Es ist mal was anderes. Es ist ein Shooter, aber auf eine andere Weise. Es ist nicht jetzt nur so, dass man rumrennt, sondern auch mal fliegt. Und das ist aber auch interessant. Wie siehst du denn den Unterschied zwischen Titanfall und diesem COD-Teil? Ich habe Titanfall nicht gespielt, ich habe es nur gesehen, aber es ist mega ähnlich, vor allem ja. Man hat ja auch so einen Titan-Anzug hier als Ja, in den Exo-Modus zumindest gibt's den, aber ich glaube, den gibt's ja auch als Abschlussserie und das, wie der runterkommt, wie man in den einsteigt, das sieht halt haargenau so aus. Das ist der Goliath. Genau dieselbe Animation. Der Goliath ist nicht so groß, aber der kommt halt in so einer Kapsel runter, wie bei Titanfall. Und dann steigt man halt in einem Ding ein und ist dann da drin, ne? Ganz klar. Ja, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin kein COD-Profi. Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht, ey. Also wir spielen das erste Mal, ich spiele das erste Mal COD überhaupt. Also das ist meine erste, nicht erste Runde, wir haben natürlich schon gespielt, aber COD Advanced Warfare ist mein erstes COD. Und das ist bei den anderen, glaube ich, auch so. Ihr habt auch nicht ganz COD gespielt, ne? Genau, also ich habe immer in die Stories halt reingeschaut, so, weil ich fand Story von Modern Warfare, von der Modern Warfare Serie, außer Teil 3, fand ich eigentlich relativ gut gemacht. Teil 3 hat mich irgendwie dann nicht mehr so gefesselt, finde ich.
Hier die Story weiß ich nicht, aber die soll halt auch nur wieder 5 Stunden lang gehen. Wie gesagt, wenn wir hier noch auf die Fresse kriegen, ist halt so, aber wir wollen euch natürlich das Spiel hier nicht vorenthalten. Wir hatten es ja auch angekündigt im Battlefield-Let's Play. Und wir wollen einfach so ein bisschen zocken, wie Freunde nur mal zocken, so einen Shooter. Und euch einfach mal mitnehmen, ein paar Folgen hier ein bisschen zeigen, was man denn so machen kann. Jo, und der holt uns alle beide weg. Ja, was ist denn euer absoluter Lieblingsshooter zurzeit? Also, oder generell, wo ihr sagen würdet, so, den habe ich bis zum Erbrechen gespielt. Also Black Ops weiß ich damals noch genau, wo es diesen Zombie-Modus gab, also Black Ops 1 jetzt. Das habe ich so gesuchtet wie sonst nichts. Oh! Genau, den Zombie-Modus, da spricht der Curry was an, den gibt es hier bald auch, allerdings als DLC. DLC. Ne? Ja, man muss hier tatsächlich Geld bezahlen, damit man den Untoten hier unterwegs sein kann. Activision halt, ja. Ja, also bei uns war es ja irgendwie Hardline, wir haben ja die Beta ganz schön gesuchtet. Ja, Hardline hat auch mega Laune gemacht. Hardline hat mega Laune gemacht, ganz genau. Also ich finde vom Teamplay her ist Hardline echt geil zu spielen. Ja, ist auch ziemlich schnelles Gameplay gewesen. Wenn man da einigermaßen eingespielte Leute hat. Ja, ja, klar, genau. Boah, ich richte gerade mega in auf die Fresse. Ja, ich auch, und ich muss natürlich erst wieder reinkommen und alles. Klar. Ja. Also wir sind wirklich keine Pros. Das haben wir vorhin auch gemerkt. Boah, Alter. Das wissen die Leute ja eigentlich. Aber wie gesagt, also ich kann es nicht oft genug betonen, wenn das Spiel dann einmal läuft oder einmal packt, wenn die Server einmal da sind, dann macht das auch echt Laune. Und man kann hier schöne Runden spielen. Ja, also wir haben schon Lust auf das Spiel auf jeden Fall. Es ist halt, wie gesagt, nur blöd, wenn dann die Technik streikt. Aber ich denke mal, das wird auch in einigen Tagen vielleicht behoben sein, wenn die Entwickler dran sind. Ja, und ihr wundert euch sicherlich, das muss ich noch ganz kurz dazu sagen, warum wir ein höheres Level haben. Wir haben das natürlich so ein bisschen privat mal gespielt, um zu gucken, wie das Ganze ist, ob sich das überhaupt eignet für ein Let's Play, weil das ja wirklich so rasantes Gameplay ist. Eine Runde ist 5 Minuten. Oder bis die Punktzahl da erreicht ist und das war's dann schon. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, komm, nehmen wir einfach mal auf, ja, ein privates Match, ein Online-Match und so weiter. Und das ist jetzt eben das Online-Match hier. Man sieht hier, man kann halt auch solche Kombos machen, beziehungsweise solche schnellen Grinds und sowas über den Boden, damit man ganz schnell irgendwo ist. Genau. Und wenn man die, glaube ich, alle drauf hat, dann ist man relativ... Ja, man kann halt mit diesen schnellen Richtungswechseln eigentlich ziemlich gut in diesen Schüssen ausweichen, ne? Wenn das einmal geht. Oh. Also ich denke mal, das verändert das Call of Duty Gameplay, das konventionelle Gameplay schon ein wenig. Es ist halt. Aber die Entwickler, ja, sorry, sag mal. Nee, aber es ist auf jeden Fall auch auffällig, ne, dass es halt wirklich dem Titanfall ähnelt und jetzt, da es nach Titanfall rauskommt, wirkt es halt ein bisschen strange, sag ich mal jetzt, ne? Wenn man quasi das gleiche Gameplay schon bei Titanfall hat. Aber gut. Macht auf jeden Fall Spaß trotzdem, ne? Es macht echt cool, echt viel Laune, ja. Oh! Scheiße, Mann. Boah, da bin ich auf das Dach, John. Mega geil. Ich wollte ganz kurz sagen, genau, den Unterschied zu Titanfall. Das hatten wir gerade angesprochen. Boah, ich muss mich gerade hier kurz... Boah, manchmal machen die so mit einem Schuss, weißt du, das ist... Killt ja, dein Headshot, Alter. Ah, Mann, der da oben gehört doch mir, der Kill. Wer war das? War ich, sorry. Ja, und was sehr wichtig bei diesem Spiel ist, manchmal fallen Wörter, so Kraftausdrücke, die man eigentlich gar nicht so meint. Ja, und sorry für meinen schlechten Skill. Ich muss dazu noch was sagen, ich bin ziemlich müde, weil wir jetzt gerade noch eine Session TTT gemacht haben und wir haben heute den ganzen Tag versucht, COD aufzunehmen und nichts. Dann sind wir vorhin auf Flugzeug geflogen. Genau, dann haben wir noch den Flugsimulator ausprobiert. Also ist sehr, sehr viel langer Tag heute. Aber ist ja auch die erste Runde zum Warmspiel. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Ah, fuck, da ist meine Granate. Oh, ich habe aber jemanden noch erwischt, angehittet, aber... Ja. Aber die Jungs, die hier gegen uns spielen, sind auf jeden Fall gut, merkt man. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Gegnerteam. Hier auch ganz schön dynamische Maps. Aber trotzdem liegen wir in Führung noch. Und ist gerade sehr spannend, Alter. Wie man gerade sieht, ist hier jetzt das Tor aufgegangen und jetzt hat man hier einen neuen Bereich. Also diese Dynamik finde ich echt super. Und das macht das ganze Spiel auch irgendwie aus. Ja, und ich sehe gerade gar keinen Gegner. Eieieiei. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr COD-Folgen haben wollt, lasst doch einen Daumen. Alter, was geht denn hier? Lasst doch einen Daumen da. Dann wissen wir, hey, die Jungs und Mädels da auf YouTube, die wollen natürlich noch mehr Folgen haben von diesem wunderschönen Spiel. Und sie beim Ablosen sehen. Oh, Mann. Mal gucken, ob ich den Sarazar noch dazu kriege, mal mit uns eine Multiplayer-Folge aufzunehmen. Ich glaube, der wird hier bei diesem Spiel ausrasten. Obwohl, ich denke, dass der Sarazar einer ist, der in diesem Spiel oder in diesem Online-Modus schon viel Geduld hat. Wobei, wenn die Lobby jetzt nicht so übertrieben krass ist, dann geht's ja auch eigentlich, ne? Aber man muss sich echt einspielen. Vor allem, wenn man nie Call of Duty auf PC gespielt hat. Der Mage hat ja auch nie gespielt. Ich habe zwar Call of Duty auf der Konsole manchmal gespielt, mit ein paar Kollegen zu Hause, aber auch nie online oder so wirklich. Ist natürlich auch ein ganz anderes Feeling dann, ne? Ich mach ein Assist nach dem anderen und der andere killt mich so, weißt du? Das ist mega scheiße manchmal. Ja, momentan läuft's doch nicht so. Komm her!
Das gibt's doch gar nicht. Yo, Mann! Yo, Mann! Hat mir jemand zwar den Kill geklaut, aber egal. Ja, ich hab dich gerecht. Ich muss jetzt echt mal die paar hier rausholen wieder. Wir haben den Vorteil. Und noch ein Assist. Ach, das ist doch zum Kotzen. Ja. Cool. Nein! Ah, schade. Ganz knapp, da habe ich in einer Runde 3 Kills oder 4 Kills gemacht. Da krieg ich noch einen Assist Point, um. Ach du Alter, was? 74 zu 75, schade, ganz, ganz Mann. Knappe Kiste hier beim Auftakt von diesem Let's Play. Schade, oh Mann, 9-16. Major 10-11, Bronze 10-16 und Currywurst 9-10. Also Curry und Major eigentlich die besten Spieler von unserem Trupp hier. Ja. Und der Penz. Penz heißt übrigens auf Kölsch Kind, ja, kann man nur sagen. ziemlich gut da oben bei. Oh, 5 Assists wieder, ey, das ist unglaublich, ne? Ja, die Runden gehen jetzt halt online nicht allzu lange. Schade, dass wir auch so knapp verloren haben, ne? Eben. Aber wir können noch eins hinten dranhängen. Mach nix. So, man sieht ja schon Rang 31 bald, ja. Also ich habe da schon ein bisschen gespielt. Das Spiel regt einen teilweise so auf, aber es macht halt unheimlich süchtig, muss ich sagen. Und ja, dann wird der Match bestimmt die halt Solar trotz, haben. Trotz des Aufregens macht es immer noch mega Laune. Was ist denn eure Lieblingsmap bisher? Ja, ich finde bisher eigentlich genau wie der Major Solar ganz okay, weil wir die auch bisher ganz gut gespielt haben. Was haben wir vorhin mal gespielt? Ich weiß es nicht genau. Diesen Palace oder so? Das war auf dieser einen Map, wo auch dieser Pool war und so. Ich weiß es nicht mehr genau. Terrace. Die fand ich auch ganz cool eigentlich. Ja, wollte ich noch ganz kurz schnell erklären, bevor die Zeit weg ist. Hier haben wir natürlich noch den Klasseneditor, da können wir natürlich die ganzen Klassen auswählen. Genau. Es gibt hier noch diese ganzen Perks und sowas, kennt man ja. Dann hat man noch den Einsatzleiter, da kann man Sachen, und die Waffenkammer, da kann man beispielsweise Sachen reinhauen, die man dann freigespielt hat, wie eben das Outfit ändern und so weiter, kriegt man halt pro Runde, wenn man denn gut ist, oder ja, wie soll man sagen, nicht pro Runde, aber je nachdem, wie man da ein Spiel abschließt oder wenn man Glück hat, kriegt man ein Paket. Und das Paket, die Truhe öffnet man und dann hat dann eben spezielle Boni. Es gibt Boni, die sind nur temporär, das heißt, die hat man für eine bestimmte Zeit. Es gibt dauerhaft welche oder, ich glaube, einmalig, oder? Ja. Also es gibt, einmalig nicht, nur halt für eine bestimmte Zeit meistens, ne? Also die temporären Dinger, zum Beispiel so ein Helm, den man sich dann freischalten kann, den hat man irgendwie für eine halbe Stunde oder so. Bringen die denn auch Vorteil für Schutz oder sowas? Das weiß oder ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Liegt nur im Optischen, weil du hast ja auch keine irgendwie Anzeigen, wenn du jetzt auf die Sachen draufklickst, wie viel die schütten oder so. Und ich denke mal, das ist einfach nur optisch. So, wir spielen Solar, es geht jetzt los. Ich finde, die Runden, dass die Runden relativ kurz sind, wollte ich sagen. Aber sag ruhig, bitte. Ich muss ehrlich gestehen, so dass mir diese privaten Spiele unter uns mehr Spaß machen als die Online-Spiele. Das finde ich auch. Da, du killst hier einen Gegner, aber kannst ihn zum Beispiel nicht ärgern, so weißt du, wie du den Gegner hast. Also, ich meine, vielleicht können wir das ja mal irgendwann so machen, dass wir mit einer größeren Truppe 4 gegen 4 gegeneinander oder alle gegen alle zocken. Das wäre mal auch interessant, ne? Genau. Ja, wie gesagt, einfach die zweite Folge gucken, die dann übermorgen kommt, ist eine sehr, sehr lustige Episode. Kann ich nur empfehlen, da spielt der Len und Taros auch mit. Und da waren halt auch noch ab und zu diese Serverprobleme, da sind der Currywurst und so sind sehr, sehr oft rausgeflogen. Ab und zu ist gut. Ist vor 2 Stunden gewesen, also wir haben in der Zeit... Wo seid ihr denn? Ich komme gerade, synchronisieren, warten auf andere Spieler. Aber die Ladezeiten und so dauern teilweise länger, als man überhaupt spielt. Ja, das ist echt heftig. Die Multiplayer-Map Solar, Majors Lieblingsmap, oder eine der Lieblingsmaps von Major. Ja, ich finde die Map Ascent noch ganz gut. Die ist so, das ist so eine Regenplattform und die erinnert so ein bisschen an Kamino von Star Wars. Das kennt der eine oder andere von euch bestimmt. Das ist so ein kleines Gimmick irgendwie. Ach so, ja, klar, natürlich. Für mich persönlich als notorischer Star Wars-Fan natürlich der Hammer, ne? Natürlich. Aber für Major und seine PC-Kiste natürlich das Grauen. Die gab's auch bei Battlefront, ne? Ja, das ist mega. Ja, genau. Bei Battlefront konntest du auch auf Kamino spielen. Ach, Battlefront, ey. So, man sieht hier zum Beispiel, wenn ich diesen Powersprung hier mache und drück C. Dann kann ich auch jemanden mit platt machen, also ich kann auf ihn drauf springen. Der hat mich aber gekillt, ey, dein Gesessen, Alter. Die Waffe gefällt mir schon mal sehr gut. So, und ich habe jetzt hier mal den EM1 ausgepackt, das ist so eine Laser-Gewehr quasi. Oh nee, Alter. Jetzt kommt er wieder mit seinem Laser. Ja, wir müssen das ja mal ein bisschen zeigen hier, ne, deswegen. Boah, Alter, da kommen die... Boah, was war das denn? Alle angeflogen, Mann. Currybude. Also ich habe mir gerade diese HBRA3 freigeschaltet, die ist eigentlich ganz cool. Boah, da hat er mich weggeschaltet, Alter. Der Skywalker, keine Chance, Alter. Der Skywalker. Jo, der Skywalker. Wir spielen alle, sprechen. Ja, die rennen alle zusammen, ne? Okay, bleiben wir jetzt auch Die rennen alle mega gut zusammen. Die stürmen immer mit 5 Leuten auf einen zu. Nein. Frag mich, ob das ein Clan ist, weil... Boah, Alter, Finne, hier werde ich aber... Aber komm, Leute, wir holen uns die. Alter. Bis jetzt 11, 16.
nichts gelaufen. Was ist die Höchstpunktzahl so, nochmal? Laser. 100? Gibt's hier weiß noch? Weiß es nicht. Ich glaube, beim Team Deathmatch hier gibt's keine Höchstpunktzahl. Sonst wird das da stehen. Da muss es ja, sonst ist die Runde ja noch. Aufs, oder mal, und, oh, also unten links stehen die Punkte. Du hast halt ein Zeitlimit, ne? Wer in der Zeit mehr Punkte ergattert, der hat gewonnen. Ja, oder links unten, dass man 75 Punkte hat, je nachdem. Ach, 75 ist maximal, ja, genau, oder? Genau, genau. Okay. Ah, okay. Patz! Na klar, Alter, überlebt die Granate, weißt du, erzähl mir doch keinen. Boah, diese Runde ist gar nicht so meins irgendwie. Fuck. Nee, auch nicht. Ich hab noch keinen Kill gemacht. Keinen einzigen Kill. Oh, hier ist aber es ist auch schwierig gegen die Jungs, weil. Ja, die sind auf jeden Fall echt cool. So. Also, Teamplay von denen ist echt mega gerade. Und immer wenn ich auf jemanden schieße, kommt jemand anders und klappt mir den Kill. Ja, das ist natürlich bei mir auch das Problem. Ja, Da kommt Google, Alter. Scheiße, ey. Kommt der doch. Hast keine Chance gegen, Alter. Doch, wenn ihr die Messer habt, diese Goliath-Teile, dann sind die sofort kaputt. Wenn wir was haben? Wenn, ihr die wenn man die einmal Messer sind die Schrott? Ja, hab ich mitbekommen, ja. Ah! Komm, Leute, wir holen uns das Ding. Und außerdem kann man damit nicht gut schießen. Boah, ich hatte doch, der kann damit. Der ballert mich an der Wand, Alter. Ich muss mich nur bewegen, das geht ziemlich schwer. Ja, ja, genau. Also, wenn du deinen Exo benutzt, dann kannst du da ziemlich gut ausweichen. Wenn ich den von hinten irgendwie angreifen kann. Alter, Goliath, ey. Boah, nee, Alter, ich habe keine Chance gegen den. Ich riskiere auch da wieder meine ganzen Kill, meine ganzen Dings. Ah, fuck, also du kannst dich nicht an den Rand schleichen, weil da drei Leute immer dabei sind, ne? Das machen die echt cool. Krieg echt gut eigentlich gerade. Also meine Aiming ist gerade nicht so toll. Alter. Sorry, Leute. Alter, absolut keine Chance. Ich hab 0-8, was ist das denn? Man begegnet immer 10 Leuten von denen, also jetzt gefühlt. Ja. Wir müssen echt mal zusammenbleiben, Leute. Immer gucken oben, wo wir sind. Oh, der Exo! Und dann holen wir uns, ey. Der kommt jetzt hier rechts. Gibt's nicht, ich hab keine Chance. Ich hab keine Chance, ich treffe nichts. Drohne ist raus. Ah, meine Konzentration ist gerade bei 0. Drohne ist online. Hast du ihn, Curry? Jo. Curry hat eine 5er Abschussserie. Ja, warte. Nein, scheiße. Boah, Alter. Warte. Ich hab den Exo. Ist der Goliath von den Down? Ich hab den Goliath zerstört, alles klar. Okay, sehr gut. Weiß, ich hab wieder einen gekillt. Ja, komm, scheiße! Mich geholt. Ja, ist immer dasselbe Spielchen hier online, ey. Aber dann soll uns ja nicht lumpen, ey. Ja, aber es macht Spaß. Ach, da sitzt es macht da, mega Alter. Laune, also wenn man einmal drin ist. 0-11, Alter, was geht denn hier? Oh, was machen die denn? Wow, rein in die Bude. Aufpassen, Leute, nicht in den roten Punkt kommen. Ah, yo, ganz vergessen. Vorsicht. Oh, ich wurde geholt von diesem Laserteil. Fuck! Ist das so? Pass auf, Dennis, da kommt einer. Ist das so ein Pork irgendwie, dass man das aktivieren kann? Ja, das ist. Pork? Ja, das ist so eine Abfallserie, glaube ich. Sorry. Guck mal, der will mich töten. Das ist direkt über mir. Ja. Der will dich sonnen, Alter. Ja. Nicht mit mir, mein Freund. Wie lange hat er den denn? Ah, scheiße, ey. Eins. Oben, Curry. Hab ihn. Ah, die Waffe ist echt cool, die ich hier hab. Welche hast du denn? Alter, ich hab ihn zu lang. Die, warte, die HBRA3, die hat fast keinen Rückstoß. Cool. Ja, die habe ich auch, glaube ich, die du hast. Bin dann einem die ganze Zeit hinterher gejumpt. Sah zwar geil aus, aber bringt nichts. Ah, scheiße. Ach so, klar, die HBR habe ich auch hier, ey. Ja, die ist mega. Ja. Ey, ich habe keine Chance. Alter, 1-13, was ist denn da los? Ja, ich habe auch gerade 12-15, also wir kacken gerade das Team ab. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Mega gut sind die. Ja gut, würde ich nicht sagen, die rennen. Ey, aber so. Guck mal, der stellt sich vor mich, ja, und holt mich sofort weg, was mache ich falsch? Ja, die rennen, wie gesagt, immer zusammen, ne? Also mindestens zwei Leute schießen immer auf dich. Boah, Alter, voll in die Granate rein. Komm, Leute. Komm, wir mal zusammen hier. Einmal zwei Leute geholt. So, Drohne ist raus. Feindliche Drohne online. Jetzt habe ich mal 3 Kills gemacht oder 2. Immerhin. Sehr schön, Dennis, selber. Komm, wir können es noch schaffen, wir sind noch nah dran. 3 Minuten haben wir noch.
werde nichts mehr reißen, aber 3,15 ist ein absolut Negativrekord. Aber naja, gut, ich will jetzt auch nicht unbedingt der Pro-Skiller sein hier. Aber es geht ja einfach um Spaß haben. Genau, Curry, das ist es. Curry ist gerade richtig am Abgehen, wie man das sieht. 21 zu 9, das ist ja mega. Komm mal auf dem Dach, Alter. Wo? Da unten. Ja, scheiße, ah, wieder fuck, von drei Alter. Seiten, ey. Ja, genau so ist es. Vorsicht, da vorne ist irgendwo einer. Curry, das ist dein bestes Spiel, glaube ich, ne? Ja, bisher läuft der das ist down, glaube ich. Nicht beklagen. Ah, scheiße. Hinten Dennis? Oh, Mann, so nicht. Oh, fuck, Alter. Ja, ihr könnt das natürlich auch beim Curry Bronze und Major, Major ist das schon, beim Curry und Bronze auf dem Kanal gucken. Folge 2 dann auch bei Leno. Genau. Ich endlich mal wieder einen Kill gemacht, Alter. Nee, das ist... Oben auf dem Dach ist ein bisschen zu heftig, ey. Ja, oben auf dem Dach musst du aufpassen, da bist du halt relativ gut sichtbar, ne? Eben. Oh. Ah, scheiße. Schade. Ah, da ist gerade jemand weggefaustet. Ja, Melcher am Sneaken. Ah, fuck. Ja. Ah, das ärgert mich so. Ah, ah, schade, Leute. Ey, das war die schlimmste Runde ever von mir. Ja, ist egal, kann passieren. Dann nächste Runde halt vielleicht wieder besser. Ja. Macht ja nichts. Ja. Also dafür, Spiel. Dass sie halt, die haben echt gut im Team gespielt, das muss man sagen. Die sind immer zusammen rumgelaufen. Guck mal, der eine Typ hat 25 zu 8, der andere hat 19 zu 9, also... Das waren schon gute Spieler, muss man sagen. Ja, die Werte, die ich umgedreht habe. Oh Gott, ey. Aber man muss nicht immer den Oberskill haben. Nee, das braucht man auch gar nicht. Vor allem um die Uhrzeit, ey. 1 Uhr nachts. So, da sieht man. Folgende Waffenkammerobjekte sind abgelaufen. Ich hatte diesen Blutshelm. Den habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich zeige euch natürlich mal ganz kurz hier die anderen Jungs. Das ist übrigens mein Charakter, Peter Tschech. Dann haben wir hier den... Peter Tschech. Den Bronze, ja, richtiger Killer. Hammer aus mit dem Helm. Ja. Eine GoPro auf dem Kopf. der Major, ja, auch sehr elegant. Dunkelhäutiger Typ hier, aber mit einer richtig geilen Waffe. Und natürlich Curry, Badass Motherfucker mit Slenderman oder was da, was hat er sich da drauf gemacht? Nee, das ist ein Alien mit Schnurrbart. Ein Alien mit Schnurrbart? Okay. Ja. Kann man machen. So, ich nehme jetzt mal hier auch mal noch den Blutzelm. Eine Runde oder was? Guckt euch mal den Dings an. Ja, eine Runde machen wir noch. Ja, ich hab den Blutzelm steht hier, aber irgendwie kann ich den nicht auswählen. Schade. Oh, der sieht auch cool aus, ne? Alter, das Emblem von dem ist mega nice. Das sieht mega nice aus. Okay, dann nehme ich, warte mal, dann nehme ich lieber den Helm hier. Dann sehe ich ein bisschen cooler aus, anstatt so wie so ein Lulli. Ich versuche mal, ob ich hier meine... Skywalker. Ah, cool, da habe ich ja schon mal was freigeschaltet. Skyface. Instinct, Major's Lieblingsmap. Ne, Leute, es gibt so zwei Maps, die bei mir performance-technisch nicht laufen. Oh, schade, ey. Können wir nicht... Davon sind, Instinct ist davon eine Map und dann ist Sentai die andere, ne? Genau, ja. Ja, und dann kommen die natürlich immer wieder. Ah. Immer wieder. Aber die läuft bei mir auch nicht so geil. Also ich verstehe das echt nicht, warum manche Maps besser laufen als die anderen. Das ist weil manche komisch. Schlechter hier komprimiert sind, ne? Ja, ich denke mal, hier sind auch ziemlich viele Shader und Schatten echt, am Start. Das ist auf jeden Fall echt schade, ne? Das ist echt schade. Das habe ich aber von vielen gehört, dass sie auf dieser Map Probleme haben. Ja, das liegt aber, das hat der Bronze schon gesagt, weil hier viele Schatten und so weiter sind. Weil guck mal, du hast halt viele... Bäume, Blätter und alles und die spiegeln natürlich deinen Schatten auf dem Boden wieder. Vielleicht solltest du mal deinen Schatten deaktivieren oder so. Ja, das habe ich sogar schon, aber trotzdem sind da noch Schatten. Komischerweise, echt? Weißt du, ja. Ja, okay, klar, müssen die machen, sonst wären die anderen Spieler klar im Vorteil, ne? Ja, klar. Also ich denke mal, das ist dann Minimum quasi, wenn man das so ausstellt. Ja, ich bin schon drin, Leute. Ja, ich auch. Ich bin auch da am Start. Aber also, ich kann euch sagen, auf der Map werde ich noch brutal abschmieren. Ja, ich werde da auch nicht so gut sein, weil ich, wie gesagt, ich habe ja auch manche Lecks, das sieht man jetzt auch in dem Video. Manche wäre gut, ich habe hier 5 bis 10 FPS gefühlt. Also. Ah, ich nehme hier mit 60 auf. Ja, krass, Team Deathmatch. Ah, der Major muss echt mal eine neue Kiste holen. Ja, meine Kiste ist ja auch unterwegs, sag ich mal. Ah, fuck. Okay, ich mache jetzt Ninja Bronze. Nein, bitte nicht. Guck mal, du musst fürs Team spielen, nicht gegen das Team. Ich gebe mein Bestes. Ein bisschen aus wie Far Cry hier, wenn man hier so lang läuft. Ja, ne? Ja, sobald ich zu dem Roboter gehe, habe ich echt eine schlechte... Okay, von vorne ist natürlich nicht der richtige Weg. Ah, fuck. Da musste ich nachladen. Sonst hätte ich ihn gehabt. Aber fängt ja schon mal gut an für den guten Dennis hier. Ah, fuck. Also bei mir läuft es gerade gar nicht. Diese Map ist nicht so meins. Ah. Überhaupt nicht, ey. Ich kenn das, ey. Ich kenn das. Ja, man hat halt seine Maps, die man besser spielen kann und die Maps, die man nicht so geil findet, ne? Genau. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Ja, ist ja immer so in jedem Shooter quasi, ne? Ja. Aber ich finde diesen das Baukonstrukt hier finde ich ziemlich nice gemacht. Ach, fuck!
Ja, die Map, also das Design an sich finde ich eigentlich ganz cool. Ah, Alter, ich bin irgendwie hängen geblieben an einem Dach. Was war das denn? Sehr schön, Mensch. Alter. Sehr, sehr schön. Ich hab 0 zu 5 gerade, das läuft gar nicht. Du bist ja, jetzt in meiner Position, Alter. Ich hab auch 1-2, Alter. Wir kacken gerade ab wieder. Oder ich. Ja, ich kann. Wie gesagt, diese Map ist katastrophal bei mir, ey. Das ist echt mega heftig. Oh Mann, Alter, bin ich jetzt zu mir gejumpt in der Bronze Club mit Kill, Sau. Der Ninja Bonzo ist unterwegs, oder was? Ja, klar. Willkommen im Club, Alter, Curry. Alter, da sitzt ja da oben auf dem Dach. Ja, also jetzt gerade. Sehr schön, Dennis. Immerhin den. Alter, man kann echt die Ruckler gesehen vom Feinsten, aber jetzt läuft sie da. Ach nee, Alter, das gibt's nicht. Ach, scheiße, ey, da hat er mich gesehen. Dennis, die läuft hinter jemand hinterher, der ist gerade jemand hinterhergelaufen. Ja, jo. Mann. Spät gesehen. Dankeschön, aber. Alter, da konzentrierst du dich auf einen Gegner und von hinten kommt dann ein anderer. Ja, weißt, das ist so heftig. Ja. Alter, guck mal. Das ist echt crazy manchmal hier alles. Nahtodabschuss, ey. Boah! Hab ich dich erschrocken? Nahtodabschuss hatte ich auch gerade. Oh, wieder der Assist. Ah, Mann. Ja, ich betone nochmal bitte, erwartet hier keine Super-Skill. Ja, also keinem von uns. Also wie soll man das auch erwarten, ganz ehrlich? Ja, ich sag's aber immer wieder, weil es gibt sehr, sehr viele, ich sag mal so. Ja, das ist schade, dass man das so oft sagen muss. Aber COD-Killies, so wie man sie nennt, ja. Und die natürlich dann Super-Pro-Skills erwarten, aber die gibt es hier nicht. Vor allem, weißt du, wir spielen nie Call of Duty, wollen das mal antesten und dann sollen wir sofort hier mal abgehen, oder was? Eben. Und das checken manche Leute nicht, Major, weißt du? Ja, leider, ne? Ja. Leider ist aber das so. Aber wir müssen uns jetzt auch nicht wieder bis zum Erbrechen direkt verlieren. Und der hat da gecampt und hat einfach die ganze Zeit gewartet, bis man da langkommt. Obwohl, man gerade muss sagen, der Runden, da waren wir ziemlich gut, ne? Das ja, also wie gesagt, manche Maps, da sind wir echt gut drauf. Wenn wir dann Lauf haben, dann geht das eigentlich schon. Ja, kommt natürlich auch immer auf die Gegner drauf. Würdet ihr denn auch in der Realität so einen Anzug haben wollen? So mit dem man sich so schnell von links nach rechts bewegen kann? Oder sagt ihr, genau, oder sagt ihr das? Okay, dieser Anzug, ne, ist natürlich jetzt mehr auf den Kampf optimiert, ne? So freizeitmäßig, weißt du? Nee, ich weiß nicht. Freizeitmäßig. Oh, komm, wir mal ein Exoskelett ran, weißt du? Boah, kostet bestimmt nix. Also ich denke mal, auf kurz oder lang werden die Kriegstruppen, sag ich mal, jetzt sowas sowieso etablieren, ne? Also, ja klar. Vielleicht gibt es ja so einen Suit schon. Ja, gibt es da schon? Wissen das nicht. Nee, ich meine vielleicht. Ja, klar. Ja, vielleicht ist sowas ja schon in Produktion oder sowas, ne? Man, als Militär würde ich meine Geheimwaffen jetzt auch nicht frühzeitig erwähnen, damit die Feinde das dann. Wer weiß, was deine Area 51 so alles entwickelt. Ja, das weiß man nicht. Naja, das stimmt. Auf jeden Fall. Da habt ihr aber recht. Also, geheime Neon-Cat-Waffen oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gibt irgendwie. Wow. Jetzt stehen wir schon wieder unter Beschuss. Ah, fuck, Alter, fast gehabt. Sehr schön, Sache, ne? Alter, man kann in die Pyramide rein? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, das ist hier drunter. Wie geil das aussieht, ne? Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön, Major. Danke, dass du mir die Bombs gerettet. Ach so, stimmt. Mach ich doch gerne. Aber jetzt gerade kommen wir wieder ran, ne? Die alte Maya-Aztekenpyramide hier. Alter, was ich mir gerade im Battle hier liefere mit dem Typ. Wo ist er? Hier oben zum Beispiel sieht man das gerade echt hier, ne? Seht ihr ja, Leute, hier, Alter, das gerade ruckelt. Boah, ich hatte keine Chance, ey. Mein Aiming war gar nicht gut, ja? Ja gut, das war Fuck. Ninja war schon nicht schlecht, aber ich nehme jetzt mal hier SN6, irgendwie neues SMG hier gerade bekommen. Okay. Mal gucken, wie dazu ist, ey. Bam! Aber ich habe hier noch immer noch SS-Bonds bekommen, dafür den Typen oben auf dem Dach. Bin zwar draufgegangen, aber ich habe bis zum bitteren Ende gekämpft. Hier bei Call of Duty Advanced Warfare. Call of Duty. Aber guck mal, okay, jetzt haben sie natürlich wieder mit dem Karl, mit dem offiziellen Karl. Dem Karl of Duty. Dennis Opa. Guck mal. Vorne, oben. Alter. Oben einmal auf dem Dach, bis man die Gegner auch erkennt, ne? Ja. Ja, eigentlich müsstest du dich eigentlich entsprechend nach den Maps tarnen. Ja, es ist ja das Problem, dass die erst kurz vor Rundenbeginn immer erst ausgewählt werden. Aber ich denke, Dennis, irgendwo ist einer, Dennis. Ja, das stimmt. Ja, hier unten ist einer. Deswegen ist das natürlich nicht immer ohne weiteres möglich. Ah, Major, schade. 12, 12-7. Erster, sehr schön. Ich hab mich hingelegt und dann ist er einfach an mir vorbeigelaufen. Was für ein Schwachsinn. Ja, hinlegen ist manchmal echt ein Mittel. Ja. Das ist echt krass, das ist echt gut.
machen die Gegner das dann. Das Beste eigentlich, was man machen kann, ist sich irgendwo zu, wenn jemand das Feuer auf dich eröffnet, wegzujumpen, zu warten, bis der seine Munition verschießt und dann anzugreifen. Und dann, das musst du erstmal schaffen. Ja, da zum Beispiel kann man ja auch das Exoschild benutzen, ne? Genau. Ein bisschen vorstürmen oder so. Boah, Alter, da wurde ich schon mega gekillt, ey, der Typ war super. Alter, was war das denn? Yo! Schade. Boah! Wolltest du mal mit der Samtex versuchen? Ist es gekriegt, sehr nice. Okay, Dennis, ich bin direkt hinter dir. Ich versuch grad mich so anzugreifen. Und dann bin ich, Alter. Voller Jump, ey. Fuck. Wieder eine Assist, au. Oh, wo ist er? Nein! Ah, der braucht hinter dir, Major. Waffe zu switchen, deswegen mach ich das eigentlich nie. Da war noch einer, deswegen. Ach, da ist der. Wie findet ihr das Kartendesign denn, liebe Community? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie gefällt euch das Setting vom neuen COD? Würde ich mal gerne wissen von euch. Und ihr könntet uns ja auch mal ganz gerne schreiben. Wir haben ja jetzt heute einen Singleplayer, quasi online. Oh. Und dann kommt ja dann übermorgen Multiplayer. Und dann könntet ihr ja mal entscheiden, was ihr besser und lustiger findet. Als privates Dauer. Spiel, ne? Genau. Ja, da, wobei man dazu sagen muss, wenn man ein Privatspiel, braucht man natürlich um die Mitspieleranzahl. Ja, natürlich, klar. Also es ist natürlich immer besser, wenn man da mit mehreren spielt. Alter! Ich da oben plötzlich, ey. Boah, ey, Curry, ich hab einen weggeholt, aber da schon nur drei andere. Ja. Das ist schon meistens so. Uh-oh. Feindliche Drohne am Stahl. Oh, fuck, Alter, der hat genau das gemacht, was ich machen wollte. Hast du gesehen? Ja, und ich bin geflogen. Ich bin direkt in dem Moment auch gekommen und hab ihn dann geholt. Geil. Ja, manchmal ist es echt lustig, ey. Aber der Bronze, der ist ja wirklich der verpeilteste Harry der Welt. Aber in COD macht er manche Kills, da frage ich mich echt, was der Bronze da genommen hat. Ja, die sind wahrscheinlich gar nicht gewollt. Ratio-Farm oder sowas. Manchmal, ne? Und die Droge, für, die Bronze-Droge, Ratio-Farm. Und dann treibt er es erstmal mit den Zwillingen da. Gute Besserung. Gute Preise, gute Besserung. Wir verlieren. Ja. Okay. Im Moment sehe ich keine Gegner irgendwie. Let's do this. Scheiße. Ich war da so am Battle und dann kommt einer von hinten, ey. Und die alle der Bronze hat sich gerade um den gekümmert. Alter, mein Aim ist gerade. Alter, hast du gesehen, wie der geflogen ist, Mann, ey? Ja, ja. Das ist natürlich auch krass, wenn du jetzt mit einem Exoskelettarm dann jemanden weghaust, so, der fliegt dann ja richtig, ne? Ah. Ja. Haben die eigentlich ganz cool gemacht. Oh, da haben wir uns gegenseitig gekillt. Ich krieg gerade so viele Auszeichnungen. Ich meine, es ist. Das ist doch super, ey. Ein Bonze ist am Stein hängen geblieben. Bestens. Genau gesehen. Besten Skills. Aber unser Team liegt leider auch hier zurück. Also, es ist echt eine Herausforderung, gegen die zu battlen hier. Muss man echt sagen. 10 Punkte, ne, 9 Punkte Vorsprung, da läuft auch die Zeit. Schade. Zeit ist gegen uns, ja. Dann haben wir noch knapp 20 Sekunden. Ah, Mann, da kommt direkt einer nach, ey. Der Scarface, der ist echt cool. Also echt gut. Der ist cool, der Scarface, der Film ist gut, ja. Nein, der Typ hier. Mann, Bronze. Oh, Mann. Die Curry, kriegst du einen Samtex, Alter. Ah, schade. Schade. Wow. Oh. Alter. Ja, wir haben leider verloren, aber... Da machst du ja nichts, ne? Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die erste Folge zu Call of Duty Advanced Warfare. Hier sieht man, ich war tatsächlich erster im Team. Was ist denn da los, wenn man die letzte Runde guckt? Absolute Psychokatastrophe. Was ist da los, ey? Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht hier und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bin erster. Ich verstehe das in COD nie, wie die Statistik so gemacht wird. Ja, ich glaube auch durch Assist Points und so. Guck mal, 9 Assists. Achso, Alter, du hast 9 Assists, Alter. Schlecht, Mann. Kennst du ja COD. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch mehr Folgen wünscht, Daumen hoch. Die nächste Folge gibt's dann übermorgen. Die dritte Folge haben wir noch gar nicht produziert. Die kommt dann bald. Deswegen könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, lieber als privates oder als öffentliches Match. Würde mich sehr interessieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Und eure Meinung ist unter diesem Video gefragt. Und ich würde mich darauf freuen. Und der Bronze, der Curry, meine Wenigkeit. Ja. Und natürlich Major sagen bis zur nächsten Folge. Danke, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Bye.